Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avon Colony. In der letzten Folge haben wir nicht besonders viel Fortschritt gemacht, aber so langsam kommen wir dann doch voran. Wortwörtlich langsam. Neue Mission. Gewinn ein Referendum. Ja, da kommen wir automatisch dran. Forschung, Plasma Boost, sehr gut. Nicht genug Wohnung. Okay, das können wir schnell beheben, indem wir den hier aufrüsten. Gut, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben 102 Einwohner, alles klar, deswegen wird das Referendum angestoßen. Das erste dürfte kein so großes Problem sein. Wir haben schon schöne Nahrungsmittel bekommen. Müssten dann mal schauen, dass wir eventuell auch die Verstärker bald bauen. Haben wir jetzt endlich hier? Jawohl. So, das heißt, wir können den Geothermalen bauen, was ja noch wieder eine Missionsaufgabe ist. Machen hier den Dingens zwischen. Können wir dich... Nein, brauchen wir nicht mehr. Der ist schon Stufe. Forschung abgeschlossen. Achso, da machen wir die Erweiterungsgeschichten in Bezug auf unsere Drohnen erstmal. Dann können wir was reinhauen? Das weiß ich noch nicht. Xenoschein, Sternenschein. Xenosalbei. Direkt aus Xenosalbei. Den könnten wir vielleicht mal direkt reinnehmen. Mehl haben wir noch nicht. Und es wird schon wieder Winter. Keine Energie, das liegt daran, weil das Gebäude nicht angeschlossen ist. Generell haben wir momentan ein bisschen wenig. Ich kann die hier natürlich aufrüsten. Die Windturbine kann man nicht aufrüsten, ne? Nee. Gut. Das ist klar. Jetzt ist nur das Problem, dass wir da hinten eventuell zu wenig Arbeiter haben. Deswegen stellen wir das mal auf. Tipptopp. So, jetzt kann es schwierig werden. Ich hoffe nämlich, dass die Energie gleich kommt. 301, wir haben einen zu wenig. Damit haben wir schon wieder ausreichend Energie, das ist ganz wichtig. Und unser Lager läuft voll. Ach Gott hin. Das wird schon wieder alles voll mit Lebensmitteln. Ja, hier. 3000 Millionen. Ja. Das war Strom für umsonst. Wo sind denn unsere Melonen? Da, ne? Dann würde ich hier nämlich einmal ein paar weniger Leute reinsetzen. Dass wir uns nicht das Lager total zuklumpen. Auch wenn wir jetzt im Winter weniger produzieren. Wir sind bei plus 20. Was haben wir denn noch zu viel im Lager? Entari-Flocken werden jetzt produziert, das ist ganz gut. Müsli ist schon mehr als reichlich da. Wasser, das wird automatisch reguliert. Gerste wird abgebaut, okay. Brokkoli ist noch von der Belohnung gewesen. Entari wird sofort weggebaggert. Und Eisen haben wir wieder null. Das liegt aber daran, dass diese hier nicht hochgesetzt ist, weil wir nur 202 drin haben. Von daher lohnt sich das gar nicht, die weiter auszurüsten. Und schon wieder zu wenig Wohnungen. Wir können nicht aufrüsten. Das heißt, wir bauen eine neue, einen neuen Wohnblock. Wo setzen wir den mal hin? Die Arbeitsplätze verlagern sich so langsam nach hier oben. Das heißt, ich würde den mal direkt neben die Hoover-Kraftstation setzen, die dort sitzt. Denn da haben wir auch schon wieder die nächste Eisen. Hütte, wollte ich gerade sagen. Den nächsten Platz für eine Eisenmine. Da muss ich zusehen, dass ich eventuell tatsächlich Kelko anbau. Wobei ich dann mal schauen müsste, wo ist denn mein, genau, Gewächshaus, zack. Wo ist denn das, Kelko? Das sieht aber nicht schön aus. Ich glaube, das Spiel macht das mit Absicht. Nicht besonders gut. Dann müssen wir anfangen zu handeln. Achso, genau, handeln. Handelszentrum brauchen wir noch. Wo finde ich das denn jetzt hier, ne? Setzen wir mal direkt hier neben. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass es so wenig Rohstoffe hier gibt in Bezug auf Nanitenproduktion. Das bremst uns so ein bisschen.
Ist aber mit Sicherheit gewollt vom Spiel. Haben wir jetzt mittlerweile Energie? Nö. Puh. Abschließen von Handel. Bauen ein Handelszentrum. Okay. Lagerraum voll. Zuwanderer. Referendumsjahr. Forschung beendet. Die rauschen jetzt so durch. Was haben wir denn? Ja, super. Export Naniten, Export Eisen. Seid ihr bekloppt? Habe ich doch alles nicht. Mist. So, Kelkoschlamm nehmen wir jetzt gerade mal rein. Auch wenn wir da nicht besonders viel von produzieren, dann habe ich das aber schon mal erforscht. 300 Quarry-Sporen. Polizeidrohnenknotenpunkt. Okay. Kelko, das ist Entari, alles klar. Genau die wollten wir ja haben. 4,5. Ich setze den einfach hier drunter, ne? So, Polizeiknotenpunkt. Was ist denn das? Achso, das sind die doch. Alles klar. Gut, ich habe aber noch ein Problem, denn ich habe keine Energie. Puh. Das heißt, wir setzen hier hinten nochmal... den. Dann kommt hier logischerweise auch noch der Luftfilter hin. Apropos Luftfilter. So. Lager voll. Na toll. Aufrüsten. Damit die Effizienz da ist. So, wir haben jetzt hier einen Vertrag. Immer noch nicht. Achso. Ich muss sie nur anbauen. Gut, warum da jetzt Handel drin stand, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Polizeidrohnenknotenpunkt. Ja. I think you're on track to win this referendum. But here's the feedback I've compiled from your citizens. Könnte sein, dass es uns noch ein Problem gibt. Weil das war, glaube ich, nie Missionsziel. Mit dem Polizeigeschichten. So, Belohnung haben wir gekriegt. 9 Einwanderer, 82% dafür. Das ist nicht viel. Da haben wir schon mal besser ausgesehen. Ich schaue mal eben in die Übersicht. Ja, Luft könnte besser sein. Die sind nicht ganz so zufrieden. Wege sind nicht so schlimm. Kriminalität ist da jetzt gerade mal abgedeckt. Okay. Wasser, Gebäude-Overlay. Beschäftigung. Haben wir denn jetzt hier endlich Leute drin? Jawohl. Sehr gut. So, dann würde ich den nämlich jetzt auch aufrüsten. Ich sollte mir das, den Konjunktiv abgewöhnen. Haben wir denn da schon Leute drin? Ja, sehr gut. Denn das Ding ist jetzt gleich leer. Und damit haben wir kein Eisen mehr. Hey, there's a cargo pod nearby. Okay. Ah, praktisch. Da ist auch schon wieder geothermal. Ja, hier schwungeln sie drumrum. So, Forschung abgeschlossen. Kelko Schlamm. Perfekt. Unterhaltung, Einkaufszentrum. Alles klar. Unterhaltung. Hier.
setzen wir mal dahin und Bahngrill. So. Wie viel? Ich habe immer noch so viele Melonen, um Gottes Willen. Ich nehme mal hier ein bisschen Personal runter. Wo sind denn meine Kelkos? Kelkosporn 264. Okay. Eventuell kriegen wir jetzt gleich die Aufgabe daraus, dann dementsprechend Naniten zu produzieren. Kann ich mir gut vorstellen. Kelkoschlamm ist erforscht. Sehr gut. Blitz, Zuwandererschiff 83. Das reicht mir im Moment. So, dann muss hier hinten ein Baudrohnenknotenpunkt hin. Und dann würde ich jetzt auch noch ein paar Polizeidrohnen. Wieso geht das nicht? Achso, weil da so ein Kreuz drin ist. Dann müssten wir hier hinten nochmal etwas Verteidigung setzen. Einmal. Zweimal. Muss sein. So, Reichweite. Ah, da haben wir aber Glück gehabt, wa? Wieso ist keine in Reichweite? Ernsthaft? Boah, ist das gemein. Eigentlich liegt er im Kreis drin, aber... Amarantium erschöpft. Ja, okay. Müssen schauen, dass wir dann Verstärker produzieren. Dafür brauchen wir eine Chemiefabrik. Die wir dann jetzt auch sofort bauen, wenn ich sie finde. Das ist immer komisch. Congratulations on your referendum victory, boss. Gut, das haben wir gewonnen. Chemielabor kommt hier hin. Wie sieht's denn aus? Was brauchen wir denn noch? Filterboost wird gemacht. Zoriumbomben, Amarantium, Bernsteinwonne. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen Wohnraum. Kelkon Quarry. Ich nehme mal die Dinger mit rein. Warum nicht? Zerulischer Schein. Das lassen wir einfach alles mal durchlaufen. So. Kein Wohnraum. Ja, toll. Das heißt, wir müssen ein Häuschen bauen. Oben haben wir zwar jetzt einen stehen, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ah, super. Da stand ja noch einer. Dann rüsten wir den auch gleich auf. Bau ein Hochhaus. Ja, super. Können wir den ja wieder abreißen. 66 Naniten. Kam eine Sekunde zu spät. Na gut. Das haben wir. Hochhaus, Forschungskapsel. Da muss ich noch einmal ausdehnen. Die werden gleich kommen. Was? Baue 300 Quarry-Sporen an. Ach so, Moment. Kelko haben wir jetzt, alles klar. Quarry müssen wir jetzt auch noch bauen. Hoch. Was war das für ein Geräusch? Hochhaus. Man guckt sich das viel zu selten so an, ne? Daran kann man sehen, wie schön das Spiel eigentlich ist. Mineralien erschöpft, okay. Surprise, surprise, recyceln. So. Quarry, alles klar. Ich kann jetzt hier schauen, dass wir in der Mühle... Nee, das wird hier gemacht, ne? Kelkoschlamm, zack.
Dazu Kriegersporen, okay, wo kommen sie her? Von da. Das heißt, wir haben da die Verteidigung. Ich würde mir ganz gerne jetzt einen noch dazu bauen. Gesetzt den Fall, wir haben noch Reserve. So, und den Booster müsste ich ja haben. Da oben kommt er an. Na, schauen, seid ihr fertig? Das war's schon wieder. Na, ich glaube, das ist immer eine gute Alternative, die sofort zu bauen. So, jetzt, was haben wir da noch? 200, ja, okay, das kommt von selber. Hochhäuser haben wir, Zuwanderer, Lagerraum voll, alles klar. Kelko wird abgebaut. Jetzt müssen wir 300 Koris haben. Habe ich immer noch nichts zum Handeln? Wow. Wo ist denn mein? Da. Natürlich wieder Gewächshaus. Kori, Koji, Xeno. Hä? Kori, den brauchen wir. Oh, da haben wir aber. Da haben wir aber, ne? Brauche ich ja gar nicht fast gucken. So, der ist weggerissen. Das ist schön. Wir können jetzt hier oben. Immer noch nicht, ne? Nee. Das heißt, wir müssen noch einmal erweitern. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Ach so, alles klar. Weil ich nicht genug Naniten habe. Feels Batman. Haben wir denn... Wir hatten doch hier oben nochmal. Da ist nochmal... Nee. Wo ist denn das nächste Eisen? Da hinten. Komme ich da hin? Puh, ich brauche Naniten. Lass uns mal ins Lager schauen, wie viel Kelko haben wir. 565, okay. Die müssen wir hier im Chemie wegbaggern. Dann würde ich den nochmal... Ich brauche 22 Naniten zum Aufrüsten, damit die Herstellgeschwindigkeit auf 60% steigt. Um 60% steigt. Okay, Naniten ist das Problem. Verstanden. Kann ich hier nicht aufrüsten, weil ich nicht genug Naniten habe. Ich kann aber Personal aufrüsten, dann ist die Effizienz auf 100%. Das müssen wir stehen lassen, sonst können wir die Dings nicht machen. Booste. Booste heißt das so? Die Boosts. So, hier wird jetzt Quori angebaut. Da läuft auch schon das weiter. Neun Zuwanderer. Filterungs... Lager ist ziemlich voll. Die Melonen wahrscheinlich, ne? Es ist doof, dass ich hier nichts... Ich kann nichts handeln. Finde ich nicht gut. Das könnte besser sein. 200 Bevölkerung ist nicht das Problem. Wir haben Vollbeschäftigung, 81%. Das sieht gut aus. 66 Wohnungen, alles gut. 23, wofür wollte ich die jetzt einsetzen? Ich habe es vergessen. Um die aufzurüsten. So, und theoretisch brauche ich dann... Ja... Eisen kommt so gerade nach. Sieht gar nicht schlecht aus. Es sind nur zu wenig. So, jetzt wird gerade Kelko verarbeitet. Man sieht, wie langsam das ist. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch eine weitere Nanitenproduktion mir hinsetzen. Ja.
Das wird das Geheimnis sein. Wie viel brauchen wir denn dafür? 14. Dann brauche ich keinen Tunnel setzen. Der kostet ja auch, ne? Ja, 2 Naniten. Gut, dann, ja. Es lohnt sich kaum da. Für 600 Eisen, ey. Naja. Wir müssen aber trotzdem nach hier oben bauen. Ich brauche noch ein bisschen was. Das Problem ist, ich brauchte jetzt nur ein ganz kleines Fitzelchen noch. 10 Naniten. Um da das Ding zu... Das ist so gerade eben nicht in der Reichweite drin. Das ist echt gemein. Und mit dem würde ich das ja auch nicht erreichen, dass die mehr Reichweite haben. Na gut, dann warten wir mal, dass ein paar mehr Naniten produziert werden. Und wir beenden die Folge hier. Cliffhanger? Nein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Avian Colony. Bis dann. Ciao.